Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von V-Rising. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung. So, ich habe einen typischen Anfängerfehler gemacht. Ich habe nämlich gedacht, dass wir auf den Friedhof müssen, um diese Quest zu erledigen mit dem V-Blutträger. Und da bin ich jetzt viermal dran verreckt und habe dann erst gemerkt, aber mei, man ist danach immer schlauer, dass wir über den Blutaltar natürlich unseren ersten Gegner auswählen können, nämlich den Alpha-Wolf mit Stufe 16. Wir sind jetzt aktuell Stufe 23. Das sollte also machbar sein. Ich habe nämlich gemeint, ich habe diesen hier als ersten Gegner und hatte den schon auf 20% und bin aber dann verreckt. Also der ganze Stress umsonst. Wir packen uns den Alpha-Wolf, wir klicken Blut verfolgen. Und jetzt bin ich gespannt, wie... Ah, alles klar. Blut verfolgen, das heißt, uns wird jetzt hier... Oder auch nicht. Ah doch, uns wird hier die Richtung angezeigt. Wir haben aktuell auch, das ist auch neu... Wo ist er denn jetzt? Der Blutdings. Ah. Moment, wo muss ich denn hin? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich hier hin? Wir haben aktuell den Blutmond-Modus. Den haben wir bekommen. Ich weiß nicht warum. Auf einmal wurde es Nacht und dann stand da, dass der Blutmond herrscht. Und der gibt uns hier nämlich einen Buff mit Blutgruppe um 20% gesteigert und die Bewegungsgeschwindigkeit um 10. Wir haben uns jetzt entsprechend auch alle Waffen in Kupferwertigkeit, nenne ich es mal, hergestellt. Was wiederum bedeutet, dass wir zum Beispiel hier, dann geht es jetzt nicht, einen Wirbelwind machen können. Also wir haben jetzt sozusagen eine Zweitbelegung. Und können entsprechend mit dieser Waffe jetzt eben auch einen Wirbelwind ausführen. Mit der Axt machen wir einen Frontalangriff, wo wir 100% Damage verursachen. Sieht so aus. Naja, wenn man halt in die richtige Richtung noch. So. Machen wir das ganz schnell looten, dass wir nicht die Spur verlieren. Die hat uns, glaube ich, hier hingeführt. Kann das sein? Ja. Und dann haben wir noch die Keule, die macht dann Spezialangriff diesen, schlägt einmal nach vorne und der Speer, der Kupferspeer, macht, es ist ganz nett, da drückt ihr Q und während der diese, ja, drückt ihr nochmal Q und dann macht er nochmal einen Stich nach vorne, hauptsächlich Stichschaden, aber macht dann hohen Damage. Wo müssen wir hin? Hier. Lass mich in Ruhe, ich brauche jetzt den Wolf. Ich will jetzt mal ein Erfolgserlebnis haben. Ich bin jetzt fünfmal am Stück immer wieder verreckt. Oh, da ist er. Okay, alles klar, wir haben ihn gefunden. Dann heilen wir uns kurz. Bevor der Blutmond endet, sind nur noch 3 Stunden. Machen den schnell platt, dass wir endlich diesen Forschungstisch uns freischalten. So, wo ist er? Der da lang gegangen? Ja, nee, doch. Der da rumgegangen. Ah, ich will aber einen Bär, will ich jetzt eigentlich nicht haben. Haben wir da? 18. Ah ja, gut. Komm. So. Komm. Wirbelwind, auf geht's. Braucht schon. Ja, den schaffen wir. Endlich. So, F. Extrahieren von Blut halten. Das sollte jetzt, genau, V-Blut. Und jetzt kriegen wir auch die Freischaltung. Jawohl. Okay, ich habe das System verstanden. Heilfroh, ich bin.
Das ist immer ganz komisch, wenn man selber spielt, dann fällt einem das am Anfang nicht immer gleich auf. Aber so ist es natürlich durchaus machbar. Ah ja, jetzt. Oh, jetzt haben wir. Oh, können wir uns jetzt als Wolf. Oh, das ist ja cool. Ausprobieren. Wolfform. Oh, cool. Haben wir da auch andere Angriffe? Nee. Können wir jetzt damit machen? Ah, nee, das ist. Ach, das ist wahrscheinlich nur zum Fortbewegen dann. Oh, Sonne, ich hasse sie mittlerweile. Hasse sie wirklich. So. Aber das ist doch prima. Dann haben wir das geschafft. Oh, hier kriege ich Damage. Brauche ich nicht. Ich brauche das Kupfer. So. Dann weiß ich jetzt, wie das in Zukunft funktioniert. Und dann gehen wir jetzt ganz schnurstracks in unsere Basis. Ah ja, da war er. Und machen wir hier noch beanspruchen. So, Forschungstisch freigeschaltet. Wunderbar. Leben ist auch fast voll. Nehmen wir nochmal ein verdorbenes Herz. So, Salbe brauchen wir nicht. Und gehen ganz schnell zurück. Das muss ich mir überlegen. Da sind wir hergekommen. So, da haben wir noch was. Oh, das nehmen wir noch mit. Da sind immer schöne Edelsteine drin. Wir kriegen Damage. Gehen wir in den Baum rein. Gehen wir das? Geht das? Nein, es geht nicht. Treffen wir den Stein? Nicht wirklich. Hetzer. Rubin. Sehr schön. So, schnell in den Schatten. Und zurück. Hier, den habe ich angegriffen. Goris Wein, der Verwüster. Der ist echt übel. Der hat, macht übelst AOE-Damage. Lass mich bloß in Ruhe. Schon 4 Tode zu verantworten von mir. Das geht mal gar nicht. So, wie komme ich denn jetzt? Oh nein, ich muss da lang. Komm, geh weiter. Dann müssen wir hier geradeaus. Okay, dann gehen wir darüber. Da ist noch was. Was ist da? Verdorbenes Herz. Gut. Aber was cool ist, wenn ihr mal einen Kampf mit dem habt, ihr könnt den hier wunderbar rausziehen in die Wälder. Und durch seinen Flächenschaden macht er die ganzen, fällt er die ganzen Bäume. Und dann könnt ihr danach schön viel, also sofern ihr nicht drauf geht, so wie ich. Ah, nein! Aua, aua, aua. Könnt ihr die ganzen Sachen aufsammeln. Echt praktisch. Da lang, ja. So, jetzt lauf. Lauf in die Basis. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht sein, dass das so schwer ist am Anfang. Aber mei, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und ich konnte anscheinend nicht lesen. Wer kommt da schon wieder? Okay. Das wäre auch sonst ein bisschen... darüber. Ja. Nee, falsche Taste. Schnell dadurch. So, da ist unser Haus. Entschuldigung, Schloss.
meine ich natürlich. Hey, was wird denn das hier? Blauer Faden, das ist gut. Hier ist ja gar nicht mein Eingang. Wo ist er denn? Da ist er. Wunderbar! Endlich! So. Dann baue ein Forschungspult. Das bauen wir jetzt hier hin. Da haben wir noch guten Platz. B. Forschung. Bretter. 8 Stück. Müsste er hier zu finden sein. Wunderbar. Super. Jetzt. B. Forschungstisch. Oh, ein bisschen zoomen. Wie schaut das? Oh, das sieht ja cool aus. Ja, so ist doch schön. So. Sehr schön. So, was können wir denn erforschen? Ach, wir haben ein Buch am Anfang gefunden. Was ist denn hier los? Irgendwas greift hier. Moment, beanspruchen. Wände und Bauten. Okay, wir können wieder weiter bauen. Was so? Wir haben ja nämlich irgendwo ein Buch gehabt. War das denn? Hier war es, glaube ich. Genau. Schmiede, Bodenbelag. Ich weiß nicht, ob wir das dafür irgendwie jetzt benutzen können. Ja, oder? Nee, doch. Das können wir da reintun. Nee, können wir nicht reintun. Was macht der denn jetzt hier? Was? Ach so, Forschung. Nee. Bring this book to a research desk to unlock a new technology. Habe ich doch gemacht. Entdecke eine zufällige Technologie. Brauchen wir 50 Papier. Und das hier. Ah, jetzt habe ich es angeklickt. Jetzt geht es wohl auch. Forschung. Oh, cool. Okay, Buch ist weg. Schmiedebodenbelag. Bodenabschnitte, die Boni auf Schmiedestrukturen anwenden. Schmiedebodenbelag. Schauen wir mal. F, B. Grundlagen. Ist das hier mit drin? Nö. Produktion. Herstellung? Nein. Forschung? Das haben wir alles schon. Forschungstisch, Dominanz haben wir auch. Lagerung haben wir auch. Burg. Hier ist es zu finden. Etagen. Oh krass, wir können sogar in Etagen bauen. Ist ja Hammer. Schlossbodenbelag. Fundamentabschnitte für den Bau eines Schlossinnenraums oder Schmiedebodenabschnitte, die Boni auf Schmiedestrukturen anwenden. Schmiedestrukturen anwenden. Was brauchen wir da? Das geht gar nicht. Erfordert ein verbundenes Burgherz. Ach, wir müssen. Nee, müssen wir nicht. Wie geht es? Etagen. Burg. Wände. Oh, geil. Hammer, Fenster, boah, Hammer, Tapeten. Mhm, Tapeten. Farbe muss auf über Wand, Säule oder Eingang schweben. Okay, habe ich noch nicht so kapiert. Äußeres, ist klar, universal. Alabasterstatue, Wasserspeier. Granitstatue, schwarze Marmorstatue. Beleuchtung ist. Okay, das kennen wir. Das erschließt sich mir gerade nicht, wie wir Boden. Schlossbodenbelag. Können wir das denn nicht nehmen? Ja, jetzt sagt er mal was. Steinziegel haben wir nicht. Aber wir haben ganz viel Steine.
Vielleicht können wir die Steine irgendwie Produktion, Herstellung. Nein. Brett, Stein. Nein. Haben wir irgendwas mit Stein? Nee, haben wir nicht. Ja, wir müssen irgendwie... Werte das Schlossherz auf und interagiere damit. Schalte Blueprint frei, Spiegel. Okay, machen wir das erstmal. F. Aufwertung. 12 Kupfer und Leder. Ich habe kein Leder, ich habe nur Tierhaut. Da können wir nichts machen. Oh, was wir hier machen können? Wir hier mehr machen können? Nö. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie es geht. Haben wir noch Papier? Nehmen wir mal kurz mit. Aber wir können ja hier... Vielleicht müssen wir das erst erforschen. Schauen wir mal. Ach nee, wir... Boah, 50! Oh, krass. 50. Mhm. Ich habe 12, super. Okay, das war nix. Werte das Schlossherz auf. Wie soll das gehen? Aufwertung. Ja, aber ich habe kein Leder. Okay, woher kriege ich Leder? Beziehungsweise wie kann ich Leder herstellen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Leder. Nee, das kann ja nicht hier sein. Das muss ja unterm Baumenü sein. Aber da ist nichts. Grundlagen. Produktion. Da muss es eigentlich drin sein. Herstellung. Haben wir aber nichts. Forschungstisch, Dominanz, Lagerung. Nee. Äußeres, Burg, Tapeten, nö. Nee, weiß ich nicht, tut mir leid, kann ich euch nicht weiterhelfen, muss ich selber erst rauskriegen. Aber dennoch hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Moment, stopp, ich sehe was. Da leuchtet neu bei J. Was haben wir denn hier Neues? Da haben wir nichts Neues. Irgendwo haben wir was Neues angeblich. Nee. Oder? Hier haben wir jetzt das drin. Das weiß ich schon. Remotes? Nö. Keine Ahnung, was der hiermit gemeint hat. Wir können nicht mehr wie vorher. Hm. Tab, B, M. Ja. Egal, ich denke, wir legen uns zum Schlafen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht. Und ja, würde mich freuen. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, wie wir Leder herstellen können. Weil ich habe wirklich keine Ahnung. Und würde mich darüber sehr freuen. Ansonsten...
würde ich euch gerne in der nächsten Folge begrüßen dürfen und wünsche euch jetzt alles Gute. Bis bald. Ciao.